Leute, was geht? Willkommen zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um das heutige Update, was rauskommen wird in Warzone und in Cold War. Ich rede auch ein bisschen über das Mid-Season-Update und so weiter und so fort. Leute, falls ihr auch in Zukunft mehr Call of Duty-Videos, News und Update-Videos von mir sehen wollt, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr von mir in der Zukunft auch verpasst. Und liked das Video gerne am Ende, falls es euch gefallen hat. So, Leute, in Warzone haben wir ein sehr, sehr großes Problem. Das wissen wir alle. Die DMR-14, die MAC-10 und die Diamati Akimbo. Diese drei Waffen werden in jedem einzelnen Game in Warzone momentan gespielt. Das kann nicht angehen. Also mir geht's auf den Sack, euch geht's auf den Sack. Ich kenne niemanden, den es nicht auf den Sack geht. Und diese Waffen müssen unbedingt gepatcht werden. Das kann nicht angehen. Man kann fast keine andere Waffe in Warzone momentan spielen, weil jeder, wirklich jeder diese Waffen spielt. Ja, mit anderen Waffen hat man fast keine Chance momentan in Warzone. Deswegen gibt es momentan in Warzone ein ganz, ganz großes Problem. Diese Waffen müssen unbedingt gepatcht werden. Es kann gut sein, dass heute mit dem heutigen Update diese Waffen genervt werden. Ich bin mir aber nicht sicher, weil Treyarch und Infinity Ward, die sind momentan im Urlaub und ich weiß nicht, inwieweit sie irgendwie Patches raushauen werden, inwieweit sie die Waffen nerven, inwieweit sie Waffen buffen und so weiter und so fort. Ich hoffe es sehr, dass es heute passiert. Heute 19 Uhr kommt das Update raus. Kommt gerne in meinen Stream rein. Oben ist der Link in der Beschreibung, falls ihr das live auch mitverfolgen wollt. Wir gucken uns live das Update an, was alles gepatcht wird und so weiter und so fort. Dann haben wir noch ein großes Problem und zwar den Loadout Freeze Bug. Das heißt, wenn du an dein Loadout in Warzone gehst und dann deine Klassen auswählen willst, für 5 Sekunden kriegst du dann ein Freeze. Das haben sehr viele Leute momentan in Warzone, dass du diesen Freeze-Bug hast, hatte ich auch. 5 Sekunden kannst du nichts tun und danach kannst du erst dein Loadout wählen. Das muss unbedingt gefixt werden. Ich habe momentan aber keine Informationen dazu, ob das gefixt wird oder nicht. Ebenso wenig für die Waffen. Naja, dann habe ich noch ein paar Serverprobleme, Connection-Probleme ab und zu in Warzone. Ich spiele auf dem PC. Ich weiß nicht, wie es auf der PlayStation oder auf der Xbox ist, aber auf dem PC habe ich auf jeden Fall ab und zu mal Serverprobleme. Manchmal habe ich Paketverlust von 20%. Manchmal habe ich einen Ping von 150 oder sowas. Das geht natürlich nicht und das kommt irgendwie in der letzten Zeit immer häufiger vor. Deswegen, keine Ahnung, Warzone muss jetzt mal zusehen, dass die da die Updates raushauen, beziehungsweise Infinity Ward muss zusehen, dass sie da die Updates da raushauen. Und in Cold War bekommen wir heute natürlich auch ein Update und zwar haben einige Leute mir auch schon in den Livestream geschrieben, dass sie Minus-COD-Punkte in Cold War haben und das wird auf jeden Fall gefixt. Das hat Treyarch schon im Trello Board geschrieben. Das Trello Board ist eine Seite, da kannst du drauf gehen und da kannst du ganz genau sehen, was weiß Treyarch, von welchen Fehlern weiß Treyarch Bescheid, welche Fehler werden in Zukunft gefixt und welche Fehler wurden schon gefixt. Das sieht man alles auf dem Trello-Board und da steht das mit den Minus-COD-Punkten auch drin. Nur wissen wir noch nicht, wann das genau gefixt wird. Wahrscheinlich heute aber. Dann gibt es noch Operator-Herausforderungen in Cold War, die nicht richtig getrackt werden, diese Herausforderungen. Obwohl du da die Herausforderungen eigentlich schon abgeschlossen hast, wird es nicht richtig getrackt. Das ist auch verbuggt und das müsste auch in Zukunft gefixt werden. Ist aber nicht bestätigt. Wir werden auch übrigens einen neuen Gulag in Rebirth Island bekommen. Das haben wir ja schon zu Beginn von Season 1 gewusst. Und dieses Update für Rebirth Island müsste jetzt auch demnächst rauskommen. Ich weiß nicht, wann es rauskommen wird. Es kann gut sein, dass wir den Gulag für Rebirth Island im Mid-Season-Update bekommen. Dieses Update für Rebirth Island müsste jetzt auch demnächst irgendwann rauskommen. Entweder in der ersten Januarwoche oder in der zweiten Januarwoche. Dann werden wir natürlich auch noch das Mid-Season-Update bekommen, wo wir auch nicht ganz genau wissen, wann das mit Season Update rauskommen wird. Am 16. Dezember ist ja die Season 1 rausgekommen und wir haben jetzt noch 57 Tage Zeit, bis die Season 1 endet. Also in der zweiten Januarwoche würde für mich persönlich am meisten Sinn ergeben, dass da das mit Season Update rauskommen wird. Ja, lassen wir uns da überraschen. Wenn da mehr Informationen rauskommen, werde ich euch auf jeden Fall hier auf dem Laufenden halten. Wir werden dann nach einem Tod in Rebirth Island nicht einfach respawnen wieder, sondern erst in den Gulag wieder reinkommen und dann vom Gulag aus wieder in Rebirth Island reinkommen. Aber Rebirth Island interessiert momentan nicht so wirklich viel. Wir wollen eine neue Map. Wir brauchen unbedingt eine neue Map. Ich habe ja gestern das Video schon gemacht. Falls ihr das Video noch nicht angeschaut habt, zur neuen Map in Warzone, guckt euch das Video unbedingt an. Hier oben seht ihr die Infokarte. Klickt da drauf, guckt euch das Video an. Es ist sehr, sehr interessant. Da habe ich alle Informationen rausgehauen für die neue Map in Warzone, die voraussichtlich im März 2021 rauskommen wird.
Dann gibt es noch ein Problem in Cold War. Und zwar, wenn ihr die Dark Aether Tarnung in Cold War freigeschaltet habt, könnt ihr diese Tarnung nicht in Warzone benutzen. Das wird wahrscheinlich auch mit einem kommenden Update gefixt, wo wir auch noch nicht wissen, wann dieses Update rauskommt. Und neue Waffen bekommen wir ebenfalls im Mid-Season-Update. Und zwar ist das einmal die Street Sweeper Shotgun. Das ist die Striker aus MW2. Hört ihr diese Musik? Genau. OGs wissen Bescheid. Street Sweeper Shotgun, Leute. Diese Shotgun konnte man ja kurzfristig schon freischalten in Warzone und in Cold War schon durch einen Bug. Das wurde aber jetzt gefixt. Diese Waffe werden wir im Mid-Season-Update bekommen. Wir werden eine neue Feuertrupp-Map bekommen namens Sanatorium, wo ich auch in meinem vorherigen Video schon darüber geredet habe. Und wir werden neue Operator bekommen. Einmal Zayna und einmal Bulldozer. Es kann sein, dass wir Zayna oder Bulldozer sogar schon heute bekommen. Heute wird der Shop auch auf jeden Fall geupdatet. Mal gucken, was da alles so reinkommt. Ja, es kann sein, dass wir den ein oder anderen Operator heute auch bekommen werden. Und zwar haben wir einmal eine Information von Treyarch gestern bekommen. Eine offizielle Information zum Update heute. Und zwar, dass wir 3 gegen 3 Sniper only bekommen. Das war's. Mehr haben wir nicht bekommen zum Update heute. Interessiert auch, denke ich mal, die wenigsten. Ist nichts Großes und ich wünsche mir ein bisschen mehr Kommunikation zwischen dem Entwickler und der Community. Ich kann es gut verstehen, dass sie momentan auch im Urlaub sind, irgendwie mit der Familie zusammen Weihnachten gefeiert haben und jetzt immer noch irgendwie bei den Familien sind und so weiter. Die Entwickler kann ich verstehen, aber trotzdem brauchen wir unbedingt Updates, vor allem in Warzone. Warzone hat das bitter nötig. Die Waffen müssen unbedingt genervt werden. Man kann ja momentan nichts anderes spielen. Und allgemein wünsche ich mir auch für das kommende Jahr 2021 mehr Kommunikation zwischen Entwickler und der Community. Ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn ihr das Video hier liken würdet, falls euch das Video gefallen hat. Abonniert auch gerne meinen Kanal, falls ihr neu seid und noch nicht Abonnenten seid, für mehr Call of Duty News und Update-Videos. Ich bin heute 17 Uhr live. 19 Uhr kommt heute das Update rein. Falls ihr mit mir zusammen das Update miterleben wollt, quasi, falls ihr keine Informationen verpassen wollt, die heute rauskommen mit dem neuen Update, kommt gerne rein. Wir werden Warzone abchecken und wir werden Cold War auch abchecken, okay? Leute, ich würde sagen, wir sehen uns später im Livestream oder im nächsten Video. Haut rein und ciao.